So, hallo Leute, ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Weihnachten, wurdet reich beschenkt und euch geht's gut. Wir sind heute wieder mit Ark dabei und ja, der Rex steht auf und wir gehen auf eine kleine Lederfarm-Tour und nebenbei züchte ich auch noch ein wenig. Ihr könnt ja mal reinschauen. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Oh, 81%. Du musst unbedingt das Lymantria ausprobieren, was da ausgepackt ist, Michi. Das ist mega schnell. Ich habe alles in Movement Speed geskillt. Turbo Lymantria. Du meinst das, wo keine Ausdauer hat? Ja. Bei Weibern ist es einfach nur schnell wichtig. Ja, ist nur kacke, wenn er auf einmal keine Ausdauer mehr hat. Das stimmt. Dann ist so, bringt ihm die Schnelligkeit auch nichts. Haben ja die PTs ganz oft auch nicht, also. Ja, das stimmt. Aber bei den PTs trainieren wir immer extra Ausdauer, ne? 224er Säbelzahntiger. Also du kannst... Aber Säbelzahntiger haben wir ja genügend, oder? Ja, du kannst alle nehmen, außer die... Aus dem Zuchtordner. Weil die sind extra... Ja, nein, ich bin gleich an der Ölmine. Ah, okay. Und da ist mir der Säbelzahntiger halt eben entgegenkommen. Ah, okay. Ich dachte schon. Weil wir haben extra für jeden auch einen Ordner erstellt, dass sich dann jeder seinen eigenen Agi, Lymantria und Saber und was nicht auch immer da reintun kann. Damit die alle auf einen selbst gelevelt sind. Ne? Aber wenn Michi jetzt gleich hier ist, fliege ich mal nach Hause, weil... Ich sehe halt nichts mehr. Also ja. Na, ich sehe noch was, aber es wird grisselig. Ja, mach das. Ich glaube, der muss eh nur noch einmal fressen und dann fliege ich auch erstmal heim. Und dann gucken wir, was wir machen. Meine Videoaufnahme hier für YouTube auch nichts, wenn alles grisselt ist. So, bist du das? Ja, da oben bist du. Außerdem ist meine Spitzhacke kaputt. Jetzt kann ich kein Metall mehr abbauen. Ja, vielleicht und kannst du dir ja direkt die gute machen. Ach ja. Will ich nur ein bisschen Metall mitnehmen? Oh ja, nimm alles mit, was du kriegen kannst. Hast du noch Platz? Ja. 39,67. Cordis. Ja. So. Der Rex muss jetzt wirklich nur noch einmal fressen. Noch was drin? Ja. Da haben wir gleich einen Rexy. Ich sehe dich. So, der wird nicht geritten und geopfert. Der Rex. Der kommt direkt in den Zuchtordner und wird nicht mehr angetatscht. Metall. Hä? Hm? Ah. Wie schön er schläft. Alter, der hatte einfach nur noch 495 Leben gehabt. So, ist Metall raus. Perfekt. So, ab nach Brüssel. Ja. Oh Mann, oh Mensch. Bei mir wird's langsam auch kritisch mit dem Sehen. So langsam. Ist alles so weiß. Ist halt jetzt mittlerweile wow, so. Wow, Alter. Oh mein Gott. Ist der Rex gerade aufgestanden? Ja. Hat er mich erschrocken? Oh, meine Fresse. Alter. Entschuldigung. Oh, auf einmal dieser Ton, der hat einen komplett rausgerissen. Oh. Ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht, ey.
Aber du musst dann mit dem Agi wiederkommen, um mich zum Tragen. Wieso? Wegen dem Metall. Das geht aber. Ja, das ist eine Tour mit dem Saber. Ja, das können wir ja mal machen. Kannst du dich mal bitte aufstehen? Danke. Michi kann ja schon mal Bett, Fundament und Schrank für Weihwan vorbereiten. Ah, ja. Die Samen liegen wahrscheinlich. Die sind auch im Futter. Ja, teils im Futtertrog, teils im. Also, ja, ich hab die einfach dahin gepackt, wo es gerade gepasst hat. Dann schmeiß ich die da auch in den Futtertrog. Der Saber-Tschüss ist ganz schön sauer. Macht das eigentlich irgendwas, oder? Wie bitte? Also, bewirkt das irgendwas, wenn die so drauf sind, oder? Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist hier, wo die Bienen sind, ein Feuerweibern. Ich glaube, ich... Spinnen. Ich weiß nicht, warum da überall Weibern sind, ne? Die sollen mal an ihrer Schlucht bleiben. Ganzes Rudel Hyänen hier. Mit Penste oder ohne? Was? Mit? Dann sieht man was. Liegt hier noch irgendwo Fleisch? Nein. Nix mehr. Hallo Bienen, wo seid ihr? Ah, da. It's a little time. Sehr gut, muss dann keine Ausdauer mehr. Ach ja. Wie viel Leder haben wir denn jetzt? Oh, schon 3000. Ja, läuft. Okay. Wir brauchen nicht mehr viel. Noch ein oder zwei Gegner. Dann haben wir die Spitzhacke auch erledigt. Sandsturm. Echt? Ja.
Ach, was mache ich denn? Was mache ich hier eigentlich? Ja, genau, steig ab. Also manchmal ist das frustrierend. Oh, warum Sandsturm Jens? Das ist so doof. Ich gehe da mal kurz Pipi machen. Michi? Ja. Bist du daheim bei uns gerade? Ich bin grade? Zu Hause. Kannst du mich mal kurz einsammeln? Ich bin genau unter der, also genau vor der Base unten. Moment. Kannst du mich, oder? Na, du müsstest mich hochtragen können. Mit dem Agi. Ah, ich sehe dich. Hinter dir. Oder vor dir. Und ich kann vor ja auf mir. Dich zukommen. Das musst du nicht so lange. Danke. Oder auch nicht. Ja. Ich. Vor allem, ich sehe halt nur. Ja, jetzt ja. Hast du nur mich. Nein. Matt. Das geht auch, warte. Ja, so, jetzt kannst du mich nur tragen. Das geht. Hab ihn eingesaugt. Alter, ich sehe einfach nichts. Ich sehe nicht, wo du mich hinbringst. Ich sehe einfach nichts. Ja, ich sehe aber nicht wirklich, wo ich hinflieg. Ja, doch, da, wir sind richtig. Kann mich fallen lassen. Ich flieg halt nur den grünen Umrissen hinterher. Ja, ja. Danke dir. We'll be right back.
So, du hast fertig, ne? Ja, sehr schön. Jerboa hat Baby geworfen. Ein Mädchen. So. Oh. Bist du süß? Das hat einen großen Kopf. Und ein kleines Hirn. Es kann sich nur um Stunden handeln. Echt? Ja. Warum? So wenig oder ja. So viel los? Ne, so viel. So wenig seltene Blumen, die man kriegt. Oh Mann. Gibt's die nur da? Die gibt's halt da, wo so bunte Blumen wachsen. Und das ist halt hauptsächlich bei den Arks, weil da ja die Oasen sind. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn ja, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und ja, wenn ihr das aus der Sicht von Seba sehen wollt, der ist hier oben verlinkt in der Infobox, kommt gerne auf meinen Twitch und ja, ich würde mich freuen. Bis dann, tschüssi!